Seit 1885 gibt es das Restaurant Hotel Seehof in Immenstadt am Bodensee. Die Leidenschaft für Qualität von Küchenchef Jürgen Hallerbach und die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern spiegelt sich auch in der Speisekarte wider. Einer dieser Zulieferer ist Hermann Gütler. 30 Tonnen bestes Weizen, Dinkel und Roggen aus der Region. Jeden Tag wird diese Menge hier in der Stelzenmühle in Eckmannsried verarbeitet. Das Grundprodukt ist das Korn der Vertragsbauern und die hat Hermann Gütler alle selbst ausgewählt. Also die Produkte hier, die sind im Wesentlichen von der Region für die Region. Das heißt, unsere Rohstoffe, die beziehen wir hier aus nächster Nähe. Das heißt, die Rohstoffe, die wir hier verarbeiten, die bestehen zum allergrößten Teil aus Getreide, das hier in der Region sehr nah um die Mühle herum gewachsen ist und geerntet wurde. Gute Spätzle, Nudeln und Brot kann man eben nur aus gutem Mehl herstellen. Deshalb wird das Korn in der Stelzenmühle nach höchsten Qualitätsstandards verarbeitet. Mit dem Wissen aus der Tradition und mit modernster Technik werden hier Spitzenmehle produziert. Nach gründlicher Reinigung und Lagerung wird das Getreide gemahlen. Aus Korn wird Schrot, Grieß, Dunst und schließlich Mehl. Im letzten Schritt wird das Mehl verpackt und ausgeliefert. Hermann Gütler ist Müller aus Leidenschaft und Mitglied im Verband Gutes vom See. Über die Gemeinschaft kam es auch zur Zusammenarbeit mit dem Restaurant Seehof. Hier wird Herr Gütlers Mehl in den hausgemachten Kässpätzle und vielen weiteren Produkten verarbeitet.